Ich muss ja noch meine Eier hier in deinen Mund stecken. Oh! Ich mach mir in die Hose. Delikatesse. Wow. Oh mein Gott! Was? Was? Gib mir, Döner. So einen schönen Köftespieß, weißt du? Hagi Wagi, bist du es? Ja, Leute, nachdem wir das letzte Mal ein relativ gutes Spiel auf dem Planeten Schlechtus Indus Spielus gefunden haben, habe ich diesmal versucht, ein bisschen tiefer zu graben und habe dabei etwas sehr Interessantes gefunden. Wenn euch dieses Video gefällt, lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da, würde mich sehr, sehr freuen. Und dann viel Spaß mit diesem Fiebertraum. Get awesome merch now! Für einen Elternteil, das nach deren vermissten Kind sucht, ist Zeit eine Delikatesse. Warte mal, nee. Klicke auf die Uhr, um in der Zeit zu voranzuschreiten. Halt's Maul. Hagi Wagi, bist du es? Gut, nimm mir die f***ing Keycard und dann, öffne die f***ing Tür. Ich liebe es wirklich immer, wenn die Spielecharaktere so, steuern lassen wie ein Stück Seife. Da stehe ich immer ganz drauf. Hi. Hast dich auch mal entschieden aufzukreuzen? Oh, dich habe ich ganz vergessen, dass du hier bist. Hi. So, gib mir mal das Ei. So, Pila Bird. Dann gib mir das Ei. Dann gib mir die Keycard. Dann gib mir, einen Döner. So einen schönen Köftespieß, weißt du? Spring mal daran. Diese Environments, ne? Diese Environments. Ich krieg da immer eine Psychose, Alter. Aber es ist. Baba Luna says, kindness is free, so sprinkle it everywhere. Uga buga, uga buga buga, uga uga. Okay, warte, ich muss ja noch meine Eier hier in deinen Mund stecken. Can I put my balls in your jaw? Nicht Wichsen Challenge. Komm her, Drohne. Caution. Warum denn? Ah! 1000 Glassplitter in meinem Auge jetzt hier. Lass mich durch. Gut. Oh, Pila Bird. Ich habe einen Hammer dabei, okay? Kann ich die nicht einfach so einfach ihn rüberhauen, ey? Mit dem Hammer. Das fände ich awesome. Das fände ich einfach awesome. Ach, Mann, ey. Immer wieder, Leute. Immer wieder. Space to jump. Ach, danke. Gut. So, du warst weiß. Oh. Erstaunlich, wie man wirklich, wie alles wirklich in diesem Spiel einfach unnötig lange dauert. Es ist so unglaublich. Es dauert in diesem Spiel einfach alles immer unglaublich lange. Es ist so unfassbar. Perfekt. Ah, schade. Ich dachte, ich kann sehen, wie sie reinspawnt. Ja, ja, du bist schrecklich gruselig und so, ja. Wow. Ich mach mir in die Hosen. Okay. Okay. Also, Opila Bird, wir machen jetzt, was machen wir jetzt, Opila Bird? Also, weißt du, ich finde solche Chase-Sequenzen finde ich halt auch immer super. Die finde ich halt auch immer wirklich richtig awesome so, wenn da halt wirklich nichts passiert dann so. Das finde ich immer super. Ja, okay, ich mache ja schon. Wow, finde ich klasse, finde ich einfach super. Was ist hier eigentlich? Warum bin ich hier gerade nach oben gelaufen? Ich frage mich bei diesem Spiel einfach manchmal nichts mehr. The end is here. Ich habe gerade in der Rohaufnahme 9 Minuten, Leute. Wie soll ich dieses Video so unterschneiden, dass ich da trotzdem ein entertaining Video habe, aber was halt nicht nur 2 Minuten geht? Oh no! Okay, es ist so schwer. Wartet mal. Oh, wartet mal. Das muss ich ausprobieren. Das muss ich ausprobieren. Was passiert? Was ist das? Was so? Was geht denn ab? Ha? Was passiert? Nein! Scheiße. Ich muss das probieren. Oh mein Gott. Was? Was? Warum? Was zum Teufel? Was zum F***? Was? Das Spiel ist so dumm. Was geht? Kann man hier durch? Schade. Ja, Opila Bird ist blöd, ne? Ist doof. Ja, ist doof, Netz, ne? Was machen wir jetzt? So ein Müll. Was zum Teufel? Wie ist das möglich? Warum? Oh Gott. Oh Gott. Wo sind diese Planken hin? Hä? Oh. Ich stelle nichts mehr in Frage, Leute. Ich stelle nichts mehr. Ich stelle absolut nichts mehr in Frage bei diesem Spiel. Absolut nichts.
Nix. 0,0 stelle ich mir in Frage. Nix. Was ist das? Ah ja, geiler Zettel. Oh, das stelle ich schon gar nicht in Frage. Okay. Warte mal, geht das hier? Oh, ich kann ja schon nach unten gucken. Da wartet ein zweiter Elevator auf uns. Ernsthaft? Really jetzt? Okay, also. Also, können wir kurz darüber sprechen, was jetzt gerade passiert ist? Ich muss das jetzt alles kurz verkraften hier, ja? Es ist gerade... Also, ich bin gerade hier gefangen. Kann ich hier zurückspringen? Oh. Ja, Leute. Also, was gibt's denn hier hinten eigentlich noch? Hier gibt's noch ein Tape. Ja gut, das ist irgendwelche Lore, die ich nicht verstehe und auch nicht verstehen will, weil dieses Spiel absolut gar keine Lore braucht. Ganz ehrlich, dieses Spiel hat es überhaupt nicht nötig, eine Lore zu haben, weil dieses Spiel schon so komplett dumm ist. Was zum Teufel passiert? Wie kann man in dieser Endszene sterben eigentlich, frage ich mich manchmal, Leute. Natürlich, ganz klar, macht total Sinn. Warum eigentlich ein... was? So... Was? Okay, all gut. Ich habe das Spiel doch nicht kaputt gemacht. Nur ein kleines bisschen. Nur ein bisschen habe ich kaputt gemacht. Aber nicht so ganz. Es geht noch. Es läuft noch, Leute. Das Ticket liegt noch hier. Danke. Für. So, dann machen wir das Ganze jetzt nochmal. Leute, also, ich bin ja kein Experte. Aber war da nicht vorhin noch etwas? Etwas ziemlich Wichtiges? Kann das einfach nicht mehr. So, also, ich bin zwar jetzt immer noch auf meinem Spielstand, heißt, ich doubt it, dass das Ganze jetzt hier funktioniert, ja. Aber wenn jetzt hier ein Fahrstuhl mit Keycard wieder hochkommt, dann haben wir das Spiel trotzdem durchgespielt und müssen es nicht nochmal komplett von vorne spielen. Wenn nicht, dann beende ich das Video hier. Scheiße. Was ist denn los? Was ist denn los? Warum? Warum muss ich nochmal sterben? Ich töte mich jetzt einfach nochmal. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr hättet dafür Geld bezahlen müssen. Ja? Oder ich, besser gesagt. Ja, da wäre ich aber sauer gewesen. Es ist wieder kein Kick-Arena dran. Warum nicht? Ich will doch nur das Spiel durchspielen. Ich kann das nicht mehr. Kommt, wisst ihr was? Bestimmt ist der nur unsichtbar. Der ist hier bestimmt irgendwo. Scheiße. Okay. Ich musste dieses ganze Spiel jetzt nochmal neu starten und komplett nochmal von vorne spielen, okay? Nur damit ich, diese Endszene hier tatsächlich jetzt schaffen kann und ich habe absolut keinen Bock mehr auf diese ganze Scheiße. Ja, ich habe absolut keinen Bock mehr. Ich will einfach nur dieses Spiel jetzt durchgespielt haben, damit ich halt fürs Video jetzt endlich durchgespielt habe. Auch werde ich wahrscheinlich eine Menge aus diesem Video rauscutten, heißt, ich weiß nicht, wie lange das Video hier überhaupt sein wird. Wahrscheinlich wird es 3 Minuten lang sein oder so. Aber ja, damit ich jetzt hier in diese Endszene noch dabei habe, im Video... Habe ich das jetzt nochmal für euch, Leute, habe ich das Ganze jetzt nochmal durchgespielt, ja. Finde ich, ist wirklich super, was ich für eine Dedication hier für dieses Kackspiel habe, ja. Und guck mal, Leute, nur da, falls ihr es nicht wusstet, da seht ihr, dass sehr gut eine Keycard existiert, ja. Also dieses Ding wäre normalerweise dort, das war aus irgendeinem Grund einfach gerade nicht so. Ich werde das jetzt aber nochmal probieren hier, weil das mir ziemlich interessant aussah, was gerade passiert ist. Und ich frage mich, Leute, ob ich auf diesen Elevator dann auch tatsächlich noch drauf springen kann, wenn er am Runterfahren ist, ja. Also er fährt jetzt durch Jumbo Josh. Warte, was ist, wenn ich auf Jumbo Josh springe? Jumbo Josh, fang mich, Jumbo Josh, fang mich. Hi, Bro. Oh, nein. Oh, bitte nicht. Aber wartet. Wartet, Leute. Hear me out. Die Endszene spielt gerade. Die spielt noch. Sie spielt noch. Oh mein Gott. Bitte nicht. Das ist nicht euer Ernst. Gut, Leute, das war's mit diesem absoluten Fiebertraum von einem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn ihr sehen wollt, wie ich auch Garten of Banban Chapter 2 spiele. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wieder sehen. Bis dahin. Ciao, ciao.